Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Dark Souls 3. Mittlerweile glaube ich schon Folge 46. Also macht das Spiel richtig Fun. Deswegen nehmen wir auch so viele Folgen auf. Und in der letzten Folge haben wir ja die Tänzerin des Nordwindtals erledigt. Jorm den Riesen hatte ich davor liegt, aber leider ist die Aufnahme kaputt gewesen. Aber wie ihr seht, ich habe von Jorm den Riesen jetzt hier seine Waffe. Und die wollen wir jetzt mal ausprobieren, wie die ist. So, und weiter geht's in der schwellenden See. Da habe ich das Leuchtfeuer hier schon freigeschaltet. Gekommen sind wir von da hinten. Und diesen Wurm hier, den habe ich auch schon erledigt. Genau. Dann gehen wir einfach mal hier weiter. Da ist auf jeden Fall ein Boss drin. Den haben wir noch nicht gemacht. Den machen wir uns vielleicht aber noch später. Schauen wir mal, wie wir hier durchkommen. Genau, dieses Leuchtfeuer hatte ich schon angemacht. Und dann geht es jetzt nämlich hier drin weiter. Wie gesagt, dann schauen wir mal, wie die Waffe ist. Wenn nicht, dann switchen wir wieder aufs Finsterschwert zurück. Okay, dann schauen wir mal. Gehen wir mal ohne Schild rein. Seelen können wir ja nicht viel verlieren jetzt. Daher ist es nicht so schlimm. Okay, braucht man schon ziemlich lange zum Aufladen von der. Okay, man braucht schon sehr lange zum Aufladen oder zum Schlagen und verbraucht sehr viel Ausdauer. Ah, das muss ich mir noch anschauen, ob ich das hier, ob ich die recht lange nehme oder nicht. Okay, da unten sind auf jeden Fall welche. Schauen wir mal, ob wir die irgendwie hochlocken können. Oder gehen wir mal hier hinten weiter. Bei den Typis hier. Boah, was ist das denn für ein Scheiß? Schon wieder so ein blöder Scheiß Nebel. Okay. Nehme ich die Waffe weiter oder nicht? Sie macht auf jeden Fall viel Schaden, aber es bringt mir ja nichts, wenn der Schaden natürlich geil ist, aber die halt ewig braucht zum Zuschlagen. Ich hab's gerade hier gesehen. Das dauert halt schon recht lange, gell? Okay, die Reichweite ist natürlich nice, gell? Die ist natürlich sehr nice. Mal den hier mal. Okay, ist das? Estus-Scherbe, sehr gut. Mal schon wieder mal. Boah, zwei. Mann!
Stirb doch mal, mein Gott. Was halten die denn aus? Das ist doch nicht normal. Oh, wir haben ja noch ewig viele da oben. Oh, ich werde mal schauen, ob ich die nicht runtersnipen kann. Hä? Was ist denn jetzt los? Okay, da brauche ich dieses, ist aber scheiße. Ja, so ein Ding hier auf den Kopf fällt auf einmal. Ich sehe echt nicht viel ab. Was mache ich denn da? Gibt es da vielleicht was anderes? Okay. Mit dir. Nein, die sind so nervig, die scheiß Gegner hier. 22 geben die bloß. Ich will aber auf jeden... Ah, das war ja wieder klar. Boah, das ist ein nerviger Scheiß. Ich will eigentlich schauen, ob es irgendwo geheime Gänge gibt. Jetzt müsste der noch irgendwie runterfallen da oben. Boah. Nein, kommst du hier nicht vorbei oder was?
Stirb. Feuerbatzen. Wahrscheinlich kann man die irgendwie anders machen. So, schauen wir mal. Okay, ist hier. What is this? Okay, schon mal eine versteckte Wand. Sehr gut, was ist hier drin? Irgendwelche Feuerviecher, Feuerbatzen wieder irgendwann an der Wand. Oh, hier ist ein Leuchtfeuer. Leuchtfeuer! Dann rasten wir gleich mal, würde ich sagen. Unsere Estos wieder voll sind. Oh, was ist das? Schon wieder so ein Vieh. Aber jetzt haben wir mehr Platz hier, schon mal gut. Nein. Das ist jetzt ein Leuchtfeuer hier im Weg. Schnauze. Chaotische Edelsteine, kleine Titanitscherbe. Okay, wo gehen wir jetzt weiter? Also hier sind wir gekommen. Es war die unsichtbare Wand. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier runter. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht, die Waffe. Ist halt gewöhnungsbedürftig. Gell? Man kann sich halt dann nicht mehr gut blocken. Sie ist langsam, aber sie macht halt unglaublich Schaden. Vor allem bei so einem Gegner ist es wahrscheinlich eher schlecht, wenn die so langsam ist. Oh Gott. Das ist schon wieder so ein komischer, ekliger. Oh Gott, ich hasse diese Viecher. Irgendwas höre ich hier noch. Okay, da drin, da gehen wir jetzt noch nicht rein. Ich werde jetzt erstmal den da hinten mal weg schluppeln, wegwubbeln, wie man so schön sagt. Hoff zumindest. Oh. Den ganzen Raum ausgefüllt mit dem Scheiß. Wurmhof. Elendiges Vieh. So, gehen wir hier weiter, würde ich sagen. Da vorne die Tür müssen wir auf jeden Fall merken. Ganz schön verwinkelt hier alles. Da ist Loot. Hängt hier irgendwas an der Decke? Warum? Hier schon wieder so verräterisch aus. Glut. Okay. Mache ich übrigens bei den Bosskämpfen, wenn ich nicht mehr viel Estus oder so habe, dann haue ich mir halt unter dem Bosskampf deine Glut rein, dann wird dein Leben komplett aufgefüllt und du hast ja dann auch mehr Leben. Nochmal zusätzlich, ist gar nicht so schlecht. Okay, hier sind wir runtergekommen. Da war da hinten noch ein Gang, da gehen wir jetzt auch mal lang. Also, ich schaue hier noch, ob es noch irgendwo was Verstecktes gibt.
hier lang. Nämlich in diesen Raum hier rein. Wir sind auch so komische, eklige. Und schon mal zwei. Was ist denn das da dran, ne? Hunde sind das. Alles klar? Dann komm her. Dämonenhunde oder sowas. Keine Ahnung, irgendwie mutiert. Schauen wir, dass ich den anderen hier auch noch rauslocken kann. Titanitscherbe, immer gut. Dann können wir die Waffen schön leveln. War hier nicht noch einer? Waren das nicht drei? Was ist das hier? Wie bewegt sich das so? So, das ist ein Ding. Okay. So, okay, Ruhe am Puff. Hier ist ein Feuermann. Okay, 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 okay. Schaut schon geil aus, was haben die hier gekämpft, ey, das war ja Wahnsinn. Schau mal die hier an, das schaut schon cool aus. Schaut schon cool aus. Krass. So. Wenn ich irgendwas übersehen sollte, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich will schon schauen, dass ich im ersten Durchgang von Dark Souls 3 so viel wie möglich mitnehmen. Okay, das sieht wie eine unsichtbare Mauer aus. Ah, jetzt sind wir unten. Okay. Okay, unsichtbare Mauer. What the fuck? Oh, was ist das? Kann man den irgendwie backsteppen? Boah. Boah. Alter, der Schaden, ey. Schnell erst was nehmen. Boom, Baby, boom. Hui. Helm des Schwarzen Ritters, Gemaschen der Schwarzen Ritter. Das haben wir doch schon. Das haben wir doch, glaube ich, im zweiten Gebiet sogar gefarmt. Ja, genau. Das haben wir schon, die komplette Ausrüstung haben wir schon. Alles klar. Estos. So, schauen wir mal. Warum ist nie versteckter Raum? Hier muss es irgendwas Geiles geben. Schwert des Schwarzen Ritters. Glaubt, dieses haben wir auch schon. Wir haben ja das. Ja, das Finsterschwert haben wir. Ist das hier? Großschwert des Scharfrichters. Da ist es. Großschwert. Schwert des Schwarzen Ritters. Wollen wir das mal ausrüsten? Schaut auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Hat Gewicht. Vom Gewicht, glaube ich, ist es sogar auf jeden Fall leichter, ja. Großschwert des Schwarzen Ritters. Was ist das hier? 246.
Ich werde es aber trotzdem mal mit dem hier probieren. Ich muss es jetzt mal ein bisschen vergleichen, die ganzen Waffen, weil ich merke schon, ich glaube, wir sind im letzten Drittel von dem Spiel. Und da kriegt man jetzt schon langsam richtig geile Waffen. Deswegen müssen wir die jetzt mal ein bisschen ausprobieren auch, was wir auch dann zum Schluss dann auch hochleveln. Okay, hier ist jetzt nichts. Aber trotzdem noch schauen wegen versteckte Wände. Geht es hier noch irgendwo weiter? Okay. Okay, Leute, wie es dann hier nach dem Raum weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge dann an. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten tut. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.